Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, der Buchstabe tötet. Der Buchstabe tötet. Es hat sich todbringende, giftige Floskeln in der Christenheit eingeschlichen. Ich lese. 2. Korinther 3, Vers 1. Fangen wir wiederum an, uns selbst zu empfehlen, oder bedürfen wir etwa wie etliche Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unseren Herzen, gekannt, gelesen von allen Menschen, die ihr offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, angefertigt durch uns im Dienst, durch uns bedient, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christum zu Gott, nicht, dass wir uns selbst austüchtig sind, etwas zu denken als uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Gramma, die Schrift, der Buchstabe. Und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden, sagt der Herr Jesus in Johannes 10, 35. Aufgelöst, zunichte gemacht, das heißt, sie kann nicht in ihrer Autorität und bindenden Gültigkeit aufgehoben werden. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In der Bibel kommt sehr oft der Ausdruck vor wie, hab ihr nicht gelesen, es steht geschrieben, was aber sagt die Schrift und so weiter. Der Herr Jesus tadelt die Pharisäer nie, dass sie zu viel in der Bibel gelesen haben, im Gegenteil. Wer also sagt, dass der Buchstabe tötet, meine, dass der Leser Lesen in die Bibel unnötig sein, der ist verführt und verfehlt das Ziel hundertprozentig. 2. Korinther 3, Vers 6 bis 9. Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israel nicht in das Angesicht Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Mit der Buchstabe tötet ist nicht gemeint, dass wir Christen die Bibel nun verstauben lassen sollten, sondern dass das Gesetz Gottes, die 10 Gebote, welche in steinerne Tafeln geschrieben wurden, den Menschen töten. Und dies nicht, weil das Gesetz schlecht ist, sondern weil es der Mensch ist. Römer 7. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben, sagt der Herr Jesus in Johannes 6, 63. Was bedeutet die Stelle 2. Korinther 3, Vers 6? Der Buchstabe tötet. Mit dem Buchstaben sind die Gesetzesworte in Stein eingegraben gemeint. Das steht in 2. Korinther 3, Vers 7. Man muss halt die Bibel lesen.
welche die Grundlage und Kraft für die Segnungen des Alten Bundes waren und im Alten Testament die 10 Worte genannt werden. 2. Mose 34, Vers 28, 5. Mose 4, 13, 5. Mose 10, 4. Sie töten, indem sie über jeden Gesetzesübertreter das Todesurteil aussprachen. 5. Mose 27, Vers 26. Der neue Bund gründet sich nicht auf Gesetzesbuchstaben, sondern auf den Willen Gottes in Gnade. Er enthält die neuen Bedingungen, unter denen Gott mit Israel handeln will. Die Verordnungen, auf deren Grund Gott jetzt in Beziehung zu den Menschen tritt, um ihn zu segnen. Der Heilige Geist ist die bewegende und lebenbewirkende Kraft desselben. Welche Torheit ist es, hier den Buchstaben anzuwenden auf die buchstäblichen Worte Gottes? Niemals tötet der Buchstabe der Schrift. Wie kann man nur den an dieser Stelle gemeinten Buchstaben des Gesetzes auf buchstäblichen Worte Gottes anwenden? Worte, die Gott gewählt hat, um uns zu zeigen, wie wir vor ihm in dieser Welt wandeln und uns verhalten sollen. Der Heilige Geist ist es, der diese Worte in uns zur lebendigen Darstellung bringt, so dass diese buchstäblichen Worte Gottes in uns zu leben werden, wie Paulus sagt, darstellend das Wort des Lebens, Philipper 2, Vers 16. Viele Christianisierte sind nicht wiedergeborene Schwätzer. Ach, der Buchstabe tötet. Mit solch oberflächlichem Geschwätz von Unbekehrten verleugnen viele Menschen die Verantwortlichkeit, die sie gegenüber dem Wort Gottes beim Hören desselben haben sollten. Das aber kann den wahren Sinn dieser Stelle nicht beeinträchtigen, im Gegenteil. Denn solche oberflächlichen Sünder werden einmal vor dem großen weißen Thron ganz genau wissen, dass sie sich einst mit Willen und wissentlich dem Ernst des Wortes Gottes entzogen haben und dass sie sich demselben gegenüber verstockt haben, kann man das Wort auf sie anwenden, welches ich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Worte stoßen, wozu sie auch gesetzt worden sind. 1. Petrus 2, 8. Unsere Aufgabe ist es, Verlorene zu warnen. Um das wirksam tun zu können, müssen wir den Sinn dieser Stelle ganz genau wissen und erklären können, wenigstens denen, die noch hören wollen. Zunächst einiges über das Vorkommen des Wortes Bundes, Gramma, im Neuen Testament, das heißt im griechischen Grundtext, und die verschiedenen Bedeutungen und dann über den Zusammenhang unserer Stelle und deren Bedeutung. Befreiung, von der Herr Jesus in Johannes 8, 36 spricht, oft noch recht weit entfernt sind. Es kommt Befreiung in verschiedener Beziehung in Frage, da die Sklaverei, in der Mensch von Natur sich befindet, eine mehrfache ist. Die erste: als das Grundübel ist die Sklaverei unter die Macht der Sünde. Wir alle kennen diese Macht, der Herr Jesus spricht davon in Johannes 8, 34. Das ganze Wort Gottes zeigt sie uns in ihrer Schrecklichkeit. In Römer 6 ist wiederholt vom Herrschen der Sünde und von dem Sklaven der Sünde die Rede. Die zweite ist die unter Gesetz. In Römer 7, 1 ist gesagt, dass das Gesetz über den Menschen herrscht. Und nachdem in dem weiteren Versen noch von dieser Herrschaft geredet ist, ist in den Versen 7 bis 11 von der Wirkung des Gesetzes und den Menschen infolge
des Vorhandenseins der Sünde und in den Versen 12 bis 24 der elende Zustand einer Seele gezeigt, die unter der Knechtschaft des Gesetzes des Buchstaben seufzt. Die dritte ist die Welt, deren Gott und Fürst der Satan ist. 2. Korinther 4, 4, Epheser 2, 2. Und in der infolgedessen tiefsten Finsternis herrscht. Johannes 1, Vers 5, Johannes 3, Vers 19, Epheser 5, Vers 8, 1. Petrus 2, Vers 9. Sodass in Bezug hierauf von den Bekehrten, von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott und von der Errettung aus der Gewalt der Finsternis gesprochen wird in Apostelgeschichte 26, 18, Kolosser 1, Vers 13. Ja, die Welt mit ihrer Lust und allen ihren Dingen ist eine große Macht in der Hand Satans. Das zeigt uns Gottes Wort sehr klar in dem alttestamentlichen Bilde Ägyptens, wie es das Volk Israel knechtete, härter und härter, bis es auszog. 2. Mose 1, Vers 11 bis 14, 2 Vers 23, 5 Vers 4. Es dann verfolgte, als es ausgezogen war, bis es durch das Rote Meer ging, 2. Mose 14, 5, und seinen Einfluss selbst dann noch auf das Volk Israel ausübte, als dieses bereits in der Wüste war. 2. Mose 16, 2. Mose 32, Apostelgeschichte 7, Verse 39 bis 41, 4. Mose 11, Vers 4 bis 6. Auch Epheser 2, Vers 1 bis 3, Kolosser 2, Vers 8 bis 20 sind Stellen, die von Rot davon reden. So ist der natürliche Mensch ein Sklave im vollsten Sinne des Wortes. Ein solcher Sklave aber kann nichts tun zu seiner Befreiung. Nur der Tod macht seiner Sklaverei ein Ende. Dann freilich ist es mit dem Herrschen über uns aus. Dem Toten kann der, dem er bis dahin diente, nichts mehr gebieten. Der Tote kann ihm nicht mehr gehorchen, hat nichts mehr mit ihm zu tun. Über einen Menschen, der gestorben ist, hat weder die Sünde noch das Gesetz noch die Welt irgendwelche Macht. Römer 6, 6, Römer 7, 1, Kolosser 2, 20. Das Wort Buchstabe, das heißt in Einzahlform. Die Stellen, wo Buchstabe gebraucht ist, sind alle höchst eindeutig und stehen durch den Zusammenhang durchaus in wechselseitiger Beziehung zueinander. Also sechsmal kommt das Wort in diesem Sinne vor. Nun, in welchem Sinne? In einem Satz gesagt. Im Sinne der den Menschen verpflichtenden und verurteilenden, durchaus festgesetzten Vorschrift des in Kraft stehenden göttlichen Gesetzes, das Gott einmals öffentlich hat verkünden lassen, indem er es in Steinen eingrub, die in die Hände der ihm verpflichtenden Menschen an Israel vollzogen, gelegt wurden. Er ist der verpflichtende Gesetzesbuchstabe, der in obigen Stellen dem Leben wirkender göttlichen Geist entgegengestellt ist, unter welch letzteren dienen zu dürfen, Römer 7, Vers 6, nachdem wir durch den Tod Christi, der unser Tod ist, Römer 7, 1, Galater 2, 20, dem Gesetz gestorben und dadurch von demselben losgekauft sind. Also durch den Tod, durch die Bekehrung, sind wir von dem Gesetz losgekauft. Wer da etwa meint, dass er durch Glauben an Christus zur Gesetzeserfüllung gekommen ist und nun Kraft dazu bekommt, das Gesetz zu halten, vermischt. Erstens, Gesetz und Gnade. Das ist die Lehre vom Galaterbrief. Vermischung von Gesetz und Gnade.
Zweitens, versteht nicht die Bedeutung des Gesetzes als des Zuchtmeisters bis auf Christus. Galater 3, 21. Drittens, würdigt nicht den Ernst des Gesetzes. Wer das ganze Gesetz hält und sündigt an ihm, ist es ganz schuldig. Jakobus 2, 10. Viertens, sieht nicht, dass das Gesetz, obwohl in sich geistlich, Römer 47, sich nur an den unwiedergeborenen Menschen im Fleisch, also Israel, wendet. Es ist nicht uns gegeben, vergleiche 1. Timotheus 1, Vers 5 bis 11. Fünftens, erkennt nicht, dass er den Schatten, dem Wesen der Person vorzieht, Hebräer 10, 1, Kolosser 2, 16, das, was hinweggetan werden sollte, dem Bleibenden, 2. Korinther 3, Vers 11. Sechstens leugnet praktisch, dass er durch das den Tod über den Übertreter aussprechenden Gesetz gestorben ist, und zwar nach Römer 7, 1 folgende. Gestorben ist für das Gesetz und ferner, dass er in und mit Christo gestorben und zu einer neuen Schöpfung, zu einer Neuheit der Schöpfung auferstanden ist, um ihm zu leben. 2. Korinther, viele Stellen. Siebtens, er hat sich noch nicht freuen gelernt des Dienstes der Herrlichkeit des Geistes, hängt noch am tötenden Buchstaben des Gesetzes, während er doch durch den Geist das Leben hat. Galater 5, 25, 2. Korinther 3. Welche Unterschiede! Einst tot in Sünden und Übertretungen, Epheser 2, Vers 5. Jetzt lebend in Christo, in Neuheit des Gesetzes. Einst ferne, Hebräer 12, 19, 2. Mose 19, 12. Epheser 2, 13, jetzt nahe durch das Blut des Christus, zu Gott gebracht, 1. Petrus 3, 18, ruhend an seinem Herzen, das uns in Christo aufgetan. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Christum geworden, Johannes 1, Vers 17. Wenn jemand noch Gedanken hat, Hinweise, Korrekturen, bitte schreibt das gern in die Kommentarzeile vom YouTube. Wäre schön. Im Herrn, alles Gute.